Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standard Berlin und ich will Ihnen heute jemanden vorstellen, der Ihnen vielleicht helfen könnte und mir, denn als ich mich eben in diesen Stuhl gesetzt habe, da hat es gezogen in meinem Rücken. Da habe ich gedacht, heute habe ich den richtigen Gast eingeladen, nämlich Werner Kieser. Herzlich willkommen. Wenn ich mich jetzt so räkele und es tut weh, da können Sie helfen, nicht? Ja, Sie können sich selber helfen, wenn Sie zu mir kommen. Sie sind der Papst oder der Erfinder einer bestimmten Technik, um gesund zu bleiben. Tja, Erfinder nicht. Das gibt es eigentlich schon lange. Nur ich habe es, wie soll man sagen, industrialisiert vielleicht, ja, damit wirklich das genutzt wird von einer großen Anzahl Menschen. Denn es ist alles schon auf der Welt, aber einer muss natürlich den Blick haben dafür. Und ja, ja, das ist richtig. Es muss ja machbar sein, ne? Sie waren Boxer. Boxer in jungen Jahren. Ich auch übrigens. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, mehr Angst. Ja, das ist, man lernt einstecken und austeilen. Ja. Ne? Und wie kommt man denn, wenn man als Boxer, haben wir ja beide gelernt, ja, muss man beweglich sein, gutes Auge haben. Ja. Ich finde immer, Boxen ist der intelligenteste Sport, weil man blitzschnell reagieren muss. Das finde ich auch, ja. Aber sind nicht alle glücklich mit übers Boxen. Ja. So umstrittene Sache, ne? Aber wie kommen Sie denn von dem Beginn an als Boxer dahin, jetzt ein großes Gesundheitsprogramm, ich will mal sagen, eine große Gesundheitsphilosophie entwickelt zu haben? Das ist ja im Ringen bestimmt nicht geboren, oder war es das schon? Nein, nein, das hätte ich auch. Ich kam durch eine Verletzung beim Boxen, der Rippenfell-Sache, kam ich zum Krafttraining. Das war damals noch unbekannt. Und das war 57, 58. Da haben wir immer gesagt, bloß nicht, wenn du was mit Brücken hast, bloß keine Kraft. War doch so. Ja, damals, es war einfach damals, Krafttraining war nicht Bestandteil, nicht mal im Sport, das kam ja später, nach der Olympiade 56, glaube ich, in Melbourne, hat das Krafttraining Popularität oder wurde zum Geheimtipp, weil damals die australischen Schwimmer alles abräumten, die Medaillen, aber gar nicht gut schwimmen konnten, aber furchtbar stark waren. Ja. Und der Trainer so Pech hat. Pech für uns. Ja. Aber es war also der therapeutische Ansatz, der war noch weit weg. Ja. Und aber bei mir war es aber ein therapeutisches Erlebnis, weil mich ein Spanier, ein Profiboxer, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Schmerzen rascher weggehen, wenn ich mit Gewichten trainiere. Ne? Wir hatten, das gab es ja noch nicht. Für Boxer war das so. Man hat genau umgekehrt gedacht. Nicht? Ja, ja. Wenn du Verletzungen hast, dann bloß nicht noch mehr zerren. Oder? Ja, war ja, doch so. Ich erinnere mich so an meinen Einsatz. Ja, Schonung. Schonung war lang gesagt. Ja. Und nur nicht schweres Heben. Nicht schweres Heben, immer so da sitzen, als hätte man einen Besen verschluckt. Ja. Genau. Das ist, ich habe mich gut daran erinnert. Ich habe mehr Schläge, glaube ich, abbekommen als Sie in meiner Kurzboxkarriere. Ja, das war also so für mich dann auch der Widerspruch ein. Das heißt, die Experten sagen, nee, das ist nichts, da mit dem Krafttraining wirst du langsam und so weiter. Und auf der anderen Seite der Praktiker, eben dieser Profiboxer, der meinte, das sind alles Idioten, ne? Diese Experten, Ärzte und Trainer, du musst das machen. Ne? Und das hat mir dann sehr geholfen, aber der Mann war schnell weg wieder nach 2 Wochen, also in Spanien. Und ich war fasziniert, weil der Schmerz war weg. Mhm. Und das mit einem Mittel, das eigentlich gar nicht bekannt war. Und so hat mich das selber beschäftigt. Selber machen. Ja. Man braucht ja nichts. Ja, das ist richtig. Ja, das war dann auch so, dass eigentlich lange, ich habe dann für mich trainiert und mit Freunden ein bisschen improvisiert. Und dann habe Berlin eine Rolle gespielt. 1960 ging hier das erste Sportstudio auf. Ja. Poldi Merk ist der Mann. In Berlin. Der ist in Berlin bekannt. Der lebt auch noch, ja. Ich habe ihn leider nie getroffen, aber es war für mich ein Impuls. Das zweite war in Stuttgart, der Peter Gottlob. Dessen Studio habe ich auch gesehen und da wusste ich, dass man in Zukunft. Das heißt, das Studio war die Kraftmaschine.
Ja, es war diese von den Amerikanern kam das ja, von den Besatzern her. Die haben das in der Kaserne gesehen, glaube ich, der Polly Merck, und hatten das selber aufgebaut. Ja. Und aufgrund Ihrer Erfahrung mit diesem Bockschlag, ja, haben Sie gesagt, das perfektioniere ich. War das so? Ja, ich fand es einfach toll. Ich fand die Sache toll. Ich habe mich auch körperlich verändert. Ich wurde sehr stark, war eher schmächtig. Ja. Ich wollte in der Schweiz eigentlich Schwinger werden. Schwinger ist so ein archaischer Ringkampf, den man in der Schweiz, glaube ich, nur kennt. Ja? So was, wirklich. Aber da muss man 1,90 groß sein und 140 Kilo schwer. Also so ähnlich wie in Japan Sumo oder wie? Ja, heißt so, das, so ne? Geht in die Richtung, also durchaus. Ja. Und dann hat aber der Lehrer gefunden, nee, du bist ja, geh zu den Boxern, die haben Gewichtsklassen, ne? Mhm. Da hast auch du eine Chance. Ja. Ne? Also, klein und schmächtig. Klein und schmächtig, ja. Aber zäh. Ja. Ja. Und so kam ich zu den Boxern. Ne? Ja. Es war eigentlich damals, man musste in der Schweiz den sogenannten militärischen Vorunterricht machen, eine Prüfung. Das war die Vorbereitung auf einen Krieg, der schon vorbei war, damals. Und da konnte man irgendeinen Sportverein aussuchen. Und ich kam dann eben zu den Boxern. Das war übrigens bei mir auch bei der Bundeswehr. Wir mussten für die Offiziersausbildung einmal entweder vom 10-Meter-Turm springen oder boxen oder sonst was machen. Ich habe mich dann für Boxen entschieden. Sehen Sie, ja, Boxen finde ich auch heute noch das, was ich im Fernsehen schaue, im meisten. Ja. Obwohl, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Aber großen Dank Ihrer Verletzung, dass Sie dann begannen, nämlich plötzlich anders zu denken, nämlich unternehmerisch, und haben gesagt, warum mache ich daraus kein Geschäft? Ja, es war einfach, oder warum gibt es das noch nicht, war eher die Überlegung. War so naheliegend, nicht? Lag eigentlich in der Luft oder auf der Matte oder wie will man sagen, dieses Krafttraining. Und es gab es nicht. Nee, es gab es in dieser Form nicht. Und ich hatte dann aber gute Mentoren. Mhm. Einer war der Schweizer Nationaltrainer, der Gewichtheber. Da haben wir mich hingeschickt in Mackling, das ist so die Sporthochschule der Schweiz. Mhm. Da hatte man noch nicht so Mut mit Krafttraining damals. Und dann haben sie gesagt, geh zum Werner Hirsberger, der macht sowas. Ja, das war der Nationaltrainer. Und da haben wir dann so einen Stapel amerikanischer Kraftsportzeitschriften gegeben. Das gab es ja da noch nicht. Ja. Und das hat mich natürlich unheimlich fasziniert. Und er sagte mir auch, da liegt viel mehr drin. Das geht weit über den Sport hinaus, der Nutzen der Sache. Und das ist mir dann geblieben und heute hat eigentlich die Zeit mir recht gegeben, ja. Wie lange hat es denn gebraucht, bis denn aus Ihren sportlichen Aktivitäten ein unternehmerisches Engagement wurde? Tja, irgendwann muss ich ja mir sagen, was soll ich, will ich leben davon oder kann ich leben davon? Berufsboxer wollen Sie nicht werden. Viele Jahre war es eigentlich zu, sagen wir mal, zu klein, um zu leben davon. Aber auch schon zu groß, um zu sterben. Ne? Also, irgendwann musste man da was muss machen. Muss man was Profimäßiges da auch was einfallen lassen, ja. Wie alt waren Sie da, als der Kick kam? 23, als ich wusste, das ist meine definitive Zukunft. Ja. In die Richtung gehe ich, koste es, was es wolle, oder bringe es, was es wolle. Da wurden Sie Unternehmer. Das war aber zu einer Zeit, da gab es noch keine Fitnessbuden. Nein, das gab es erst in den 70ern. Oder Fitnessunternehmen. Ja. Ich habe jetzt den Begriff gebraucht, den ich in meiner Jugend immer kannte. Gehen wir ins Fitnessstudio, heißt das heute. Ja, das kam später. Das Wort gab es noch nicht. Fitness kannte man nur aus der Abstammungslehre von Darwin, ne? Der Begriff. Aber sonst gab es das eigentlich nicht. Und das war ein Kraftstudio oder Sportstudio, so irgendwo in die Richtung. Oder Bodybuilding kam natürlich als Begriff aus Amerika. Und das war wirklich eine Gründerzeit. Ja. Erzählen Sie mal, wie das anfing, als Sie Ihr erstes Studio gemacht haben. Da waren Sie wie alt? 24, 25, 26? Ja, ich habe, also beruflich war ich schon 25. Eine AG habe ich dann gegründet mit 26. Ne? Mhm. 26, 27 war die Gründung, was ich wusste, ist definitiv, in die Richtung geht's, ja. Aber es war noch nicht, die Fitnesswelle ist noch nicht über uns hereingebrochen. Das kam dann erst in den 70ern. Frühen 70ern kam es, irgendwie hängt das mit, ich weiß nicht, ob es mit der Mondlandung zusammenhängt, das war aber nachher, ja. Plötzlich wollten alle fit sein und ich habe mich auch gefragt,
Weil es ist ja ein großer Vorteil, schon da zu sein, wenn was losgeht. Aber es ist auch die Frage, wieso kommen die erst jetzt? Ja, und Sie waren schon vorher da. Das heißt, wie haben Sie den Leuten überhaupt begreiflich gemacht, dass das Beste, was sie tun können, ist ganz einfach Muskeltraining zu machen? Ja, ich habe natürlich das versucht. Ich habe dann ein Buch geschrieben. Das ist wahrscheinlich das erste deutschsprachige Buch zum Thema. Also ein nicht wissenschaftlich, aber populärwissenschaftlich, weil ich musste mir selber klar werden. Und wenn man irgendwo nicht durchsieht, ist es am besten, man schreibt ein Buch darüber. Ja, ja, stimmt. Beim Schreiben, dann kommt ja, das Nachdenken. Da muss man ordnen, anderen weitergeben. Ja, aber das war so da, allmählich merkte ich. Und dann mit der Fitnesswelle kam natürlich, dann kamen die Leute. Ja, das war der Vorteil. Es hatte aber auch zu meinen ersten Fehlentscheidungen geführt. Ich habe nämlich. Wie gab es in Ihrem Leben? Bitte? Die gab es? Fehlentscheidungen? Ja, natürlich, aber natürlich, du bist laufend, ja. Muss man nie, was waren die? Erzähl mal, was war die erste Fehlentscheidung? Die erste Fehlentscheidung, was ich natürlich viel gelernt habe, ich habe dann gesehen, wie die Clubs, John Valentine, Nova, also kamen dann diese großen Anlagen, also diese Ketten, die eher eine Art Wellness, wie man heute sagt, bieten. Und ich habe das angeschaut und fand, ja, vielleicht muss ich da mitziehen. Ich bin jetzt eine Art Unternehmer geworden, wenn auch sehr klein. Aber vielleicht muss ich doch. Und natürlich, man hat ja auch immer Berater oder Leute, die einem sagen, was man besser machen könnte. Habe dann eine Sauna installiert, habe und solche Dinge, Höhensonne. Und ob das alles aufging und ob das die beste Idee war, darüber rede ich gleich weiter mit Werner Kieser und das wird eine überraschende Antwort sein. Bleiben Sie dran. Und die Antwort wird wirklich spannend und überraschend sein. Bis gleich.